Jetzt können wir guten Morgen sagen. 3. November 1942. 8:30 Uhr, 8:30 Uhr, 4:30 Uhr. Ägypten immer noch in dem gleichen Ort. Alman, nein, nee, Alamein. Teils bedeckt, leicht windig, 10 Grad. Man hat uns gefunden, die Löcher. Man hat uns gerufen, die Löcher im 45 Kilometer breiten Minenfeld des deutschen Generals zu sichern. Die Pioniere nennen es Teufelsgarten. Sobald wir diese Minenbarrieren hinter uns gelassen haben, steht nichts mehr dazwischen. Zwischen uns und unseren Vorhaben, das Afrika-Korps aus Ägypten zu vertreiben. Vor ein paar Stunden gab es die ersten Durchbrüche. Jetzt liegt es an uns. Diese Korridore zu sichern, damit der Rest der Panzer sicher durch kann. Teilt euch in Gruppen von 6 pro Panzer auf. So viel ich Los, Jungs. Und weiter, bleibt bei den Panzern. Aua. Panzer. Aua. Ich soll vom Panzer bleiben, ich bleibe ich vom Panzer. So. Ah. Einen wunderschönen Tag. So, ich sehe, wie viele Deutsche sich jetzt in den Weg stellen. Ja, stellt sich nicht mehr in den Weg. Da ist einer. Und die muss ich da auch holen, ne? Der eh, naja, gut, da hinten ist aber ein zweiter. Weil der eh keine Chance hat, würde ich gerade sagen, aber. Na ja gut, selbst zwei haben halt nicht wirklich viel, drei haben auch nicht so wirklich viele Chancen. Die könnten sich eher ergeben. Da hätten die mehr davon. Dann würden wir auch reden. Würden zwar erstmal in Kriegsgefangenschaft kommen, aber würden den ganzen Scheiß hier überleben. Aber dann eben nicht, ne? Dann eben wieder sterben. So, ein bisschen Kumpel, das ist gut. Der ist ebenfalls ein Kumpel, also jetzt. Der ist jetzt zumindest kein Feind mehr, sagen wir mal so. Sehr, sehr zu befehlt hier. Wir brauchen keinen Sanitäter mehr. Wir haben einige Kollegen. So. Kollegen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Los, los, los! Oh, sorry. Gut, ne? Ich glaube, der hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Vorsicht, Granate! Muss der nicht gleich rumschreien, Alter? Mann am Boden! Englische Handgranate, weg da! So. Das ist schön. Damals gab es ja trotzdem schon die englische Königin. Nicht der Fall. Ich muss jetzt verrechnen. Gegen den Granitschen. Die sind sehr schnell sehr tot. So.
Eliminieren Sie die Flak-Truppe. Das geht schon mal ganz gut. So, der ist eliminiert genug. Die sind ebenfalls eliminiert, glaube ich. Hallo. Tag. Okay. Ah, da oben ist einer. Ach, das ist ein Kumpel. Nicht gut. Kumpels sind immer gut. Die schießen wenigstens nicht auf mich. Im Gegensatz zu den da. Oder den da. Oder den da. Ach, das war auch ein Kumpel. Okay. Das mache ich. Zu Befehl. Tag. So. Ja, der bin ich da dumm. Ja, scheinbar. Gut. Andere schlau waren die jetzt ehrlich gesagt nicht. Das hier ist übrigens ein Medipack aus dem Teil 1. Das mal gesagt, sie haben. Keine Ahnung, ob ich das schon mal irgendwie gezeigt habe. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall schon mal gezeigt. Das Teil 1 haben wir ja auch schon mal gespielt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, macht es ja eigentlich mehr Sinn, Teil 1 bevor man Teil 2 guckt. Aber ihr könnt auch Teil 1 gucken. Super, ne? Aua. Er schießt hier auf mich. Aber hinten feuert irgendwie ein blöder Schwachkopf. Nicht gut, ne? Nutze den Panzer als Deckung. Das Traurige ist, dass meine Deckung, ja genau, auch eher so mäßig gut als Deckung ist, ne? Komm, fahr. Aber wir haben jetzt zum Glück genug Panzer, ne? Ganz so ist es ja nicht. Aua. Gott sei Dank hat er mich schon leicht verwundet. Mal ein bisschen mehr, wenn wir hinter dem Panzer sind, wo der Panzer lang gefahren ist, ist definitiv keine Mine. Der Panzer würde die definitiv auch auslösen. Bin mir sehr sicher, weil der Panzer wiegt ja auch 2-3 Gramm mehr. Wenn der da drüber fährt, glaube ich nicht, dass die dann ohne irgendeine Reaktion bleiben würde. Aua. Ja, ich finde es auch gut. Ja, der findet es nicht mehr gut. Welchen Glückwunsch, der hat wieder einen gegnerischen Soldaten eliminiert. So. Die ist eliminiert.